Pandemonium ist mittlerweile ein Daily. Aber was soll's, ich habe nichts zu verlieren. Ich habe jetzt genügend Heiltränke, deswegen baller ich mir jetzt einmal nochmal Pandemonium rein. Und yo, in der letzten Episode kam er bis zum Mage. Das war der weiteste Boss, zu dem ich es bisher in Pandemonium geschafft habe. Und das motiviert mich natürlich, es wieder und wieder zu versuchen. Und das werde ich jetzt auch tun. Und guck mal, wie gut es läuft. Und wenn es wieder schief läuft, läuft es eben schief, dann macht das nichts. Dann werde ich mit der Assassinen ganz normal wieder im Tagwerk nachgehen. Die Routine, der Routine frönen und habe mich davon nicht beeindrucken lassen. Ich habe noch einiges offen, Negatoris ist noch offen, ist noch zu erledigen. Und ja, ich habe jetzt nicht vor, hier frühzeitig drauf zu gehen. Knackpunkt wird Arola und Cassius. Das sind immer so die Knackpunkte. Für mich wäre es jetzt schon Erfolg, wenn ich dann nochmal bis zum Mage komme. Wenn ich das schaffe, dann bin ich schon mal dahingehend zufrieden, damit ich da mal austesten kann, nochmal, wie jetzt die Mechanik ist. Ich habe mir beim Flow die Videos angeguckt, als er mit seinem Palla in Pandemonium war. Und auch wenn er selbst nicht so genau verstanden hat, wie die Mechanik ist, denke ich doch, dass er so mit seinen Spekulationen richtig liegt, dass man sich die Buffs abholen muss von den Kugeln. Ich vermute, es ist sogar eine Kugel. Bin mir nicht 100% sicher. Das kann ich auch nicht wirklich testen, weil ich ohnehin als Assassinen hier keine beziehungsweise nur ja, schlechte AOE-Möglichkeiten habe. Und die ich habe, ja, da werde ich nicht drauf gucken können, dass ich jetzt einzelne Kugeln den Down mache, sondern ich werde beide Kugeln versuchen down zu bringen, und zwar in der Nähe des Mage, weil ich glaube, das hat auch irgendwie eine Relevanz, dass man nah am Mage dran ist. Ab und zu kommt nämlich irgendwann mal, wenn man zwei Kugeln zerstört hat, nicht immer, meine ich, da taucht dann so ein arkaner Strahl auf, der dann zwischen, ich glaube, den beiden Punkten, an denen die Kugeln waren, geschossen wird. Keine Ahnung, ob das auch noch irgendeine Relevanz hat. Vielleicht habe ich mir auch eingebildet, aber ich meine, dass der Mage davon getroffen wird, wenn er da drin steht. Aber ich weiß das nicht. Offene Fragezeichen. Und ja, das sind Dinge, die ich jetzt definitiv testen will. Da bin ich gespannt drauf. Und ja, jetzt machen wir erstmal das Stingray noch platt. So, jetzt steigt er wieder hoch. Muss man mal merken, wie die Animation aussieht. Das wirkt so, als ob er dann ganz kurz den Kopf senkt. Kann ich mir aber auch einbilden. Ah, da habe ich den Passiv verpasst. Jetzt steigt er gleich wieder hoch. Das ist mehr Bauchgefühl, als dass ich es erkenne. Jetzt. Okay, also in einer gewissen Art und Weise bewegt sich und bleibt dann nochmal kurz stehen. Das heißt, ich sollte ihn einfach nur in Bewegung halten, damit ich den Kontrast erkenne dazu, dass er dann halt immer stehen bleibt. Gucken wir mal. Lief gut bisher. Kein Heiltrank benötigt. Jetzt kommt der Knackpunkt. Arola. So, die erste große Herausforderung. Für mich als Assassinen jetzt. Let's go. So, wieder Blutung draufpacken. Jetzt gucken. Jetzt ab und zu mal ein bisschen Abstand gewinnen, die Evasion-Wert steigern. So, Swift Steps. Na, hätte ich mir sparen können.
Also muss ich aufpassen, nicht übermütig werden. Denn sie kann immer noch Aua machen. Yes! Ein Heiltrank. Super. So, Mantis. Ich habe es eine Weile geschwiegen. Aber nur, weil ich die Stummschalttaste gedrückt hatte. Jetzt habe ich euch eigentlich den Sinn des Lebens verraten und die Lottozahlen für nächste Woche. Aber gut. Ja, vielleicht mache ich das ein anderes Mal nochmal. Vielleicht auch nicht. Mach nichts. So, Mantis. So, dich kennen wir mittlerweile. Aber unterschätzen wir ihn trotzdem nicht, wenn er durchdreht. Dann wird das schon unter Umständen mal gefährlicher. Deswegen muss man da schon gut aufpassen. Und darf das Ding nicht unterschätzen. Ja, jetzt soll ich nochmal einen Blutungsschaden draufpacken, weil hier ist das besonders wichtig. Weil sie halt, wenn sie sich da unten rumgräbt, verliert sie halt trotzdem noch ein bisschen Energie. Und ja, das ist natürlich sinnvoll. So. Ich hoffe, ich kriege sie jetzt relativ schnell down, weil so allmählich werden die Heiltränke knapp und ich habe ja noch ein paar Bosse vor mir. So, einmal noch das Ding hier überleben. Na komm schon. Wunderbar. Weniger wunderbar ist genau hier Cassius. Verdammt. So. CD noch abwarten. Los geht's. Ja, Cassius kostet mich jedes Mal viele Heiltränke leider.
Komm doch mal her jetzt. So, jetzt taktisch erstmal abhauen. So, ein bisschen HP können wir gebrauchen. Hier packen wir noch Blutungsschaden drauf, erhöhen Evasion-Wert. Aber es wird auf jeden Fall wieder ein knappes Ding. Keine Frage. Das nervt so, diesen scheiß Auren. Das glaubt ihr gar nicht. Je öfter ich das mache, umso nerviger wird es. So, heilen geht nochmal, heilen geht nochmal. Wunderbar. So. Jetzt kann ich nur noch beten. Haben nochmal Zeit überbrücken. Einmal schaffen wir es noch. Yes. So. Sag gute Nacht. Wunderbar, bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einem gewissen Grad. Mal viel Heiltränke sind es nicht mehr. Wenn es geschickt läuft, kann ich das, kann ich bei ihm Heiltränke sparen. Gucken wir mal. Da hat er mich voll erwischt. Oh, die Stacks sollte ich mal loswerden. Ist anders. Das Dumme ist, ich muss immer die gerade Wanderung machen zwischen nah an ihn reinkommen und wenn ich Stacks habe, sie loszuwerden, indem ich ausweiche. Das ist ein bisschen wie so ein Mega Man. Zum Glück verschwinden die nach einer Zeit, aber mir nicht früh genug. Das ist schon ein bisschen wie Seilspringen. Einen habe ich drauf. Siegen. Meine Maus. Nein, 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 nein. Da hat er mich beinahe voll erwischt, ey. Ist irgendwie meine Maus ganz komisch hängen geblieben. Ja, also bei der Mage werde ich es nicht überleben mit so wenig Heiltränken. Aber dennoch ist es schon mal ganz gut, hier gewesen zu sein.
So, ich versuche den Heiltrank jetzt aufzuheben. Ich hoffe, das rächt sich nicht. Okay, nur 7 Heiltränke übrig. Ich habe es nie gedacht, aber das Ende von Pandemonium werden wir spätestens jetzt nicht mehr erreichen. So, jetzt gilt es. Ich muss alles an AOEs reinpacken, was ich hier drin habe. Switch Stuffs raus. Ich nehme auch hier meinen Teleport raus. Shadow Vortex und Skift. Ich hoffe, das reicht. Aber wenn ich es angucke, der 45 Sekunden. Leute, 45 Sekunden Cooldown, Mann. So ein Skill, der macht auch nicht wirklich viel Schaden. Und auch hier, 45 Sekunden. Gut, Shadow Dance, je nachdem, kann ab und zu mal kritten, dann ist das gar nicht so schlecht. Trotzdem. Also ihr seht das Problem. Scheiße. Zuallererst versuche ich ihr Blutung und Gift drauf zu packen. Vielleicht hilft mir das. Ja, zumindest 3 Stacks drauf. So, jetzt kommen die Dinger. So, ich habe nicht mal genug Malice. Jetzt. Jetzt. So. Reicht aber nicht, um die Dinger platt zu machen. Also ich muss sie dann schon nochmal einzelplatt machen. Unten rechts sehen wir jetzt. Da haben wir jetzt gerade gesehen, dass ich da ein Dings drauf hatte. Buffs, einen blauen und roten. Heilung bitte. So, für Shadowlands habe ich nicht genug Malice. Der andere AOE ist auch noch nicht ready, das ist echt übel. So. Jetzt habe ich das drauf plus Blitz und ich glaube, der Blitz ist nicht gut. Also der Blitz ist überhaupt nicht gut. Da darf ich nicht wieder reingehen. Das ist auf keinen Fall eine Lösung. Der Blitz hat mir Schaden gemacht, das war's. Ich muss die Kugel zerstören und dann mit dem Buff... Jo, aber das wird nichts. Das ist halt böse. Das kann ich selbst mit Heiltränken... Wird das schwer sein, dagegen zu wirken. Überhaupt irgendwas zu machen. So, das ist das Ende. Schade. So, jetzt hat er... Ja. Das war's. Ist für sie übel, also würde selbst... Wenn ich genügend Heiltränke hätte... Wird das vermutlich erstmal nicht viel werden. Leider. Das ist halt, das ist ärgerlich halt, man hat es auch gesehen, das ist nicht nur ein Problem. Die AOEs haben nicht nur hohe Cooldowns. 45 bis 60 Sekunden, ey Leute. Und machen trotzdem wenig Schaden, wie man gesehen hat. Ich meine, die Spirit Orbs, die hatten 500 bis 600 HP. Und selbst wenn ich dann hin und her gedasht bin, das hat sie nicht gleich down gemacht. So, das ist halt schon bitter. Da denke ich nur an eine Meteorite-Skill von der Mage. Die pustet alles weg, was nicht niedennagelfest ist. Das geht halt echt gar nicht. Das ist traurig. Trauriger ist, dass ich kaum noch Rum in meinem Glas habe. Aber trotzdem, also waren wieder ein paar Erkenntnisse. Ich werde mir das im Nachgang im Video dann nochmal angucken. Um genau zu sehen, okay, wann gab es jetzt viel Schaden. Am Mage, an Roxana, an der Mage. Und ja, das war ein weiterer Versuch mit Assassinen Denner im Pandemonium. Bis zum nächsten Mal.